Was ist die Marketing-Horizonte? Die Marketing-Horizonte gibt es schon seit 17 Jahren. 1994 fand die erste Marketing-Horizonte in München statt. Ja, May. Und danach eben in Hamburg, Berlin, Freiburg, Kölle, Münster und Mannheim. Die Themen waren unter anderem Ideenstifterschaft Biedermänner und Sponsoring. In Köln war die Marketing-Horizonte im Jahr 2000 auch schon mal. Das Thema Kundenbeziehung, Ehe oder Affäre. Jetzt sind wir wieder in Köln, nach 11 Jahren. Köln, 11, 11, Köln. Was bedeutet das? Zurück zum Thema. 2000. Kundenbeziehung, Ehe oder Affäre. Total klasse. Was will der Marketer mehr? Im Mehrwertfachmagazin war es ja auch schon. Ausgabe 1. Emotionalisierung in der Werbung. Ausgabe 5. Multisensorisches Marketing. Was fällt da eigentlich noch so alles drunter? Love Brands, Fans, Markenfans, Addicted, Vertrauen, Treue, Handtasche, Loyalität, Identifikation, Involvement, Identität, Engagement, Teilhabe, Liebe, Image, Zuneigung, Zärtlichkeit, Mysterium, Bauchgefühl, Schokolade, Verführung, Lebensfreude, Hingabe, I like, Versuchung, Völlerei, Wollust, Verbindlichkeit, Verpflichtung, Emotionen, Genuss. 30 Stichworte, 30-jähriges Jubiläum des MTP. Das ist Commitment, das ist unser Thema. Commitment, I love this brand. Dazu gibt es 2 Tage lang Vorträge aus der Theorie, von namhaften Wissenschaftlern, aus der Praxis, von bekannten Unternehmensvertretern, interaktive Podiumsdiskussionen, die heute die Zukunft entscheiden, moderne Workshops, höchst produktiv, nicht nur innovativ, Business Speed Datings, um einander kennenzulernen, nicht nur einfach so, sondern höchst effizient, den Köln Dialog, Kreativität neuen Formats und schließlich Outsource, Networking und Liebe. Liebe für Studenten, Professionals, Doktoranden, Unternehmen, Agenturen und Wissenschaftlern aus der Marketing-Szene. Wir holen deine Love Brand nach Köln am 13. und 14. September 2011. Marketing Horizont. Commitment. I love this brand. Powered by MTP. Marketing zwischen Theorie und Praxis e.V. Zeig uns deine Love Brand auf www.facebook.com/marketinghorizont.